Investitionen in Fangaktien, also Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google und so weiter, waren wohl die besten Investitionen, die du in den letzten 5 oder 10 Jahren machen konntest. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Leute Ausschau nach der nächsten Apple-Aktie, nach der nächsten Amazon-Aktie Ausschau halten. Macht ganz viel Sinn. Doch wer kann es sein? Und ich habe dir heute 3 Top-Unternehmen mitgebracht, die aus unserer Sicht extrem viel Qualität mitbringen. Was heißt Qualität? Wir suchen immer nach Unternehmen, die eben nicht im Mainstream sind, wie Apple, wie Amazon, die aber gleichzeitig tolle Umsatzentwicklungen haben, tolle Eigenkapitalquoten haben, hohe Gewinne und im Zeitverlauf sogar fallende Anzahl an Aktien. Warum? Wir wollen den Kuchen, also den Gewinn, den Unternehmen ausschütten aufgrund von Dividenden und anderen Themen, dass dieser Kuchen für mich selbst oder für einen selbst dieses Stückchen immer größer und größer, größer wird im Zeitverlauf. Und das funktioniert durch Aktienrückkäufe. Und deswegen ist es auch bei uns in unserer Analyse immer ein großes, großes Kerngebiet. Und daher möchte ich gar nicht viel Zeit verlieren und dir 3 wirklich richtig geile Aktien mitbringen. Und ich bin mega gespannt. Schreib dir es mir mal bitte in die Kommentare. Die Aktie Nummer 1, die ich dir hier jetzt gleich zeigen will. Hey, ich kenne dieses Unternehmen seit 10 Jahren, also ich will es nicht übertreiben, aber dass das eine Aktie ist, ja, also die Produkte kenne ich, aber dass das eine Aktie ist, da habe ich nie dran gedacht und deswegen let's go. Wovon ich spreche, ist nämlich das Unternehmen Crocs. Crocs, bitte in die Kommentare rein, ich kann kaum glauben, dass jemand diese Marke nicht kennt. Ein Schuhunternehmer, ein Hersteller von Schuhen, die machen diese Plastikbomber, darf ich das so sagen? Schaut mal her, machen jetzt hier auch richtig fancy Styles, ziemlich bunt. Normalerweise kenne ich die als diese ganz normal und ja, dann eben in also nicht diese ganz fancy Farben, sondern eben ganz blau, gelb oder wie auch immer. Wird natürlich, und das muss man auch inzwischen sagen, sehr viel nachgemacht. Da steht dann eben kein Crocs mehr drauf, sondern Made in Asia. Und ich unterstelle das jetzt Crocs einfach mal, ohne das genau zu wissen. Dass diese Schuhe auch eh schon in Asien hergestellt werden. Das sind Plastikschuhe oder im Wesentlichen Plastikschuhe, die fallen aus den Maschinen für weniger, und ich wäre enttäuscht, wenn es nicht so wäre, für weniger als $1 gesamte Produktionskosten. Und du musst dir mal überlegen, hier wird es gerade verkauft für $50, $34, $60, $60. Wer das schafft, solche Margen aufzurufen, ja, also ich glaube, das stellt selbst Apple in den Schatten, die es ja schaffen, Computer, Laptops, iPhones, alles mögliche, Wearables zu einem X-fachen der Herstellungskosten zu verkaufen. Hey, Crocs ist noch besser in dieser Disziplin. Und das möchte ich dir ganz kurz zeigen, schlägt sich natürlich in den Bilanzen nieder, ja. Also die Marge, und das ist wirklich spannend, konnte im Zeitverlauf sogar noch gesteigert werden. Also du siehst, dass hier eine operative Marge von 53% im Jahr 2011 herrschte, die jetzt halt eben aber auf fast 58% gesteigert wurde. Auch die Operating Margin Net Income, das ist also der Jahresüberschuss, wurde von 113 Millionen auf 660 Millionen erhöht. Das ist eine Versechsfachung. Unglaublich. Gleichzeitig wurde aber die Anzahl der Aktien von 90 Millionen auf 67 dramatisch reduziert. Und im Übrigen, da möchte ich dir kurz einen Hinweis dazu geben, wenn du eine Unterstützung haben möchtest, wie du genau diese Aktien analysieren kannst und jetzt genau auch diese Daten herausfindest, haben wir für dich eine Anleitung gebaut, die völlig kostenlos ist, die du dir auch einfach herunterladen kannst. Den Link dazu schreibe ich dir unterhalb dieses Videos. Das heißt Aktienanalyse-Tool und also Aktien auf Knopfdruck analysieren. Denn wer möchte schon da bei der Analyse viel Zeit verlieren? Da haben wir eine Unterstützung für euch gebaut. Könnt ihr euch gerne kostenlos herunterladen, um dann eben genau zu prüfen, ob in diesem Unternehmen wirklich viel Power drin ist. Und ich kann euch sagen, Crocs, extrem profitabel, eine Marke, die da ist, ja, also seit über 10 Jahren kenne ich das Unternehmen, wahrscheinlich ist es schon viel, viel älter. Und was mich aber, das hat mich echt aus den Latschen gehaut, schaut mal her,
im Corona-Tief war die Aktie bei $10. Die hat sich seither ver-15-facht. Das ist unglaublich, ja. Diese parabolischen Anstiege, das ist das, worum es geht. Und wenn du jetzt eben auch wissen möchtest, wie wir solche Unternehmen immer und immer wieder finden, wie wir aber dann auch genau sagen können, wann du in diese Aktie einsteigen sollst, wann du aber auch wieder aussteigen sollst, um Gewinne mitzunehmen, dann bitte bewerb dich für ein kostenloses Strategiegespräch. Auch diesen Link findest du unterhalb des Videos. Und momentan, das ist das, was einfach uns die Daten zeigen, denn wir gehen weg von Bauchgefühlen, wir gehen weg von hätte Fahrradkette, sondern wir sagen immer, du kannst genau messen, wann große Investoren einsteigen in den Markt und wann sie aussteigen. Ich zeige das hier und bitte, du kannst das auch gerne challengen. Ja? Frag unsere Kunden oder lass uns gerne auch miteinander telefonieren. Wir sind in diesen Aktien eingestiegen zu einem Kurs von $17. Nicht bei $10 hier im absoluten Tief, was von 10 auf 17 im Übrigen auch schon 70% sind, aber wir sind bei 17 eingestiegen. So, seither haben wir den Weg komplett mitgemacht und sind nicht raus aus der Aktie. Ja? Das ist also wichtig, denn viele fragen sich dann immer, ja, wann soll ich denn jetzt verkaufen? Soll ich denn verkaufen, wenn ich es verdoppelt habe, verdreifacht, verfünffacht, verzehnfacht? Und gib mal zu, wie viele 10x hast du denn in deinem Depot? Und das liegt daran, dass du aus dem Bauch heraus handelst. Wir haben kein Verkaufssignal nach wie vor, das muss ich ganz klar sagen. Wir sind nach wie vor in der Aktie dabei. Und es gibt kein Verkaufssignal. Ja? Was ich da dennoch dazu sagen möchte, ist, dass wenn jetzt ein Signal ausgebildet werden würde, ist es relativ häufig so, dass wir die letzten 5 oder 10% dann trotzdem nicht mehr mitnehmen. Ja? Das heißt also, dass wir dann eben die Aktie schon ein Stück weit abverkauft wird und wir dann erst ab einem tieferen Level dann den Abverkauf mitnehmen. Ja? Aber, und das ist das, was ich zu meinen Kunden immer auch sage, ganz ehrlich, die ersten 10-20% lieber anderen geben sozusagen, aber eine 80-90%ige Sicherheit haben, dass die Aktie jetzt tatsächlich ansteigt und genauso auch beim Ausstieg wieder diese großen Wahrscheinlichkeiten einfach im Rücken haben, um zu sagen, okay, jetzt aus der Aktie rausgehen, um die Gewinne zu nehmen. Crox ist noch nicht so weit. Wenn du wissen möchtest, wann es soweit ist, bitte melde dich für das Strategiegespräch an. Und das nächste Unternehmen, das ich dir zeigen möchte, ist ähnlich beieinander. auch ein ganz kleines Unternehmen. Das ist Genco Shipping and Trading. Und was machen die? Das ist ein Schifffahrtsunternehmen, die Weltmeere bereisen. Sie bringen Waren von A nach B. Das sind also Containerschiffe, das sind Food, also Essensdinge, die sie transportieren, Rohstoffe, Öl und so weiter. Und dieses Gebiet ist jetzt nach Corona natürlich unglaublich gestiegen. Also ich habe mit Kollegen auch gesprochen, die sagen, die Frachtkosten für diese Container, die haben sich nicht verdoppelt, verdreifacht, sondern sie haben sich eher verfünffacht. Ja? Und das auch, liebe Leute, ist natürlich in den Aktienkursen ganz klar sehbar, also absehbar. Wir hatten hier also seit der Corona-Krise, das Tief war hier irgendwo bei $4, seither hat sich dieser Kurs vervierfacht. Unglaublich. Und was ich dir kurz nur zeigen möchte, wir haben den Anstieg seit $10 mitgemacht und sind aber aus der Aktie ausgestiegen. Und zwar bei am 29. Juni bereits wieder bei $18. Und das möchte ich dir auch ganz kurz erklären. Denn wenn wir von einem Verkaufssignal sprechen, heißt es nicht, dass eine Aktie zwangsläufig in den Boden gedonnert werden muss, sondern das kann auch einfach nur bedeuten, dass die Aktie tendenziell seitwärts verläuft oder vielleicht leicht fallend. Ja? Also es muss nicht immer, so diese absoluten Crash sein, sondern es kann auch einfach sein, dass etwas nur leicht seitwärts geht bis hin zu leicht fallen. Und das ist das, was wir nach wie vor im Übrigen hier in dieser Aktie also erwarten. Also Genco aktuell kein Kaufsignal, eher abwarten. Die Aktie hat sich vervierfacht. Hier also gute Gewinne sollten da im Rücken sein, sage ich jetzt einfach mal. Aber einfach nochmal auf der Seitenlinie bleiben und weiterhin beobachten.
wie gesagt, gerne mal mit uns telefonieren, wenn du wissen möchtest, wann genau hier einsteigen, denn es ist ein tolles Unternehmen, genau wie dieses Unternehmen. Und das ist nämlich Boots Barn, ja, ein Unternehmen, das einfach nur Kleidung im Stile der Cowboys verkauft, wenn ich das so sagen darf. Also die tun diese Lederschuhe, diese Lederboots verkaufen, aber zusätzlich auch diese, ich möchte jetzt nicht sagen Old-Fashioned-Kleidung, sondern einfach Kleidung im Stile der Cowboys, ja, darf ich das so sagen. Und schaut schon auch interessant aus. Die Frage ist natürlich, inwieweit man sowas dann tragen kann. Ja, also das hier finde ich eigentlich ganz nett. Diese Schuhe, die sind dann, ja, können wir gerne mal hier miteinander durchschauen. Muss natürlich jeder, also das hier schaut auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Und das kannst du auch am Aktienkurs sehen, denn einmal mehr, hier schaut mal her, $14 war bei uns der Einstieg, ja, sogar $15, also wir sind eher hier oben eingestiegen. Und seither sind wir tatsächlich, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, hier eingestiegen. Dann sind wir hier ausgestiegen an der Stelle, nur um dann hier erneut wieder einzusteigen. Ja. Und das ist es eben, Leute. Ich muss ganz klar warnen davor, sich in Aktien zu verlieben. Ja. Google, Alphabet, Apple und so weiter, das sind natürlich extrem erfolgreiche Unternehmen. Aber auch hier, schaut euch auch mal einfach nur den Amazon-Chart an. Das machen wir nochmal kurz miteinander. Denn wenn man da mal genau hinschaut, dann konnte man in dieser Aktie dieses Jahr, und ich spreche jetzt vom Jahr 2021, gar nicht so viel verdienen. Also wir kommen hier, schaut euch das mal an, die Aktie war am 31. Dezember bei $3,208, ja. Sie war natürlich sehr schwankend, hoch, runter, dann extremer Anstieg, aber auch extremer Verfall. Sie ist in einem Korridor aus meiner Meinung gefangen, also meiner Meinung nach ist sie in diesem Korridor gefangen. Hier hat es den Ausbruch gegeben, das war ein Fehlausbruch. Erwarte jetzt aber auch nicht, dass diese Aktie signifikant unter diese $3,000-Marke fallen wird. Sie wird nach wie vor prosperieren, aber es gibt durchaus auch Unternehmen, die unter Umständen eine tolle Alternative dazu sind. Ja, warum nicht mal ein Unternehmen wie Crocs sich anschauen? Das ist doch ein No-Brainer. Ja? Ich kenne echt Leute, die kaufen sich nur so ein Zeug. Oder aber dieses Shipping-Unternehmen Genko. Das ist doch auch völlig klar, dass diese von diesen ganz massiv steigenden Preisen in der Frachtrate profitieren werden. Haben wir auch ein deutsches Unternehmen, das davon profitiert, wie beispielsweise Hapag-Lloyd und so weiter. Aber auch hier, Leute, immer darauf achten, wann einsteigen, wann aussteigen, Gefühle rausnehmen, diszipliniert sein, immer auf das achten, was die ganz großen Investoren machen, dann werdet ihr langfristig erfolgreich. Wir würden uns freuen, wenn wir euch dabei unterstützen dürfen. Ich wünsche euch extrem viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Video.